Hallo zusammen. Probleme und Fehler passieren in jeder Branche und selbst wenn man ein Team mit den besten Experten aus aller Welt zusammenstellen würde, könnte man trotzdem nicht vollkommen sicher sein, dass alles nach Plan laufen würde. Und während manche Fehler sich leicht korrigieren lassen, gibt es solche, die zu echten Katastrophen führen, die Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Unser heutiges Video handelt genau von solchen Unfällen. Also, was haben die teuersten Katastrophen aller Zeiten gekostet? Das werden wir gleich herausfinden. Lasst uns loslegen. Gasleck in Otabulak. Auf dem Gebiet des heutigen Usbekistan gab es zu Sowjetzeiten ein Gasvorkommen. Und wenn es Erdgas gibt, muss es ja gefördert werden. Deswegen wurde in Otabulak intensiv Erdgas gewonnen. So ging es bis zum 1. Dezember 1963 weiter, als am Gasvorkommen ein Unfall passierte, bei dem es um einen gewaltigen Erdgasausbruch handelte. Es wurde eine Lagerstätte angebohrt, die unter einem überraschend hohen Druck von 300 bar stand. Darüber hinaus gab es in der Lagerstätte zu viel Schwefelwasserstoff. Aber in dieser Phase wäre die Katastrophe noch zu vermeiden gewesen. Bei der nächsten Bohrung wurde aber ein fataler Fehler begangen. Die Arbeiter hatten nämlich keine spezielle Bohrausrüstung aus Stahl eingesetzt, die gegen dieses aggressive Medium resistent genug gewesen wäre. Ein riesiger Bohrturm wurde aus dem Bohrloch förmlich herausgedrückt und eine gigantische Gasfontäne loderte sofort auf. Der Bohrturm ist durch den Gasdruck umgekippt und zum Teil geschmolzen. Innerhalb kürzester Zeit ist die Schutzarmatur am Bohrungskopf beschädigt worden und das Feuer hat katastrophale Ausmaße genommen. Wegen der gewaltigen Temperatur konnte man an das Gas kommen nicht näher als 250 bis 300 Meter herankommen. Die ganze Gegend war mit Ruß bedeckt. In der Nähe des Bohrlochs stellte man fest, dass die Tiere sich anders verhielten. Es war eine echte Umweltkatastrophe. Man hat unterschiedliche Löschverfahren angewendet, die damals üblich waren. Es wurde sogar Artillerie eingesetzt, aber das Feuer konnte dennoch nicht gelöscht werden. Es schien, als ob sich infolge dieses Unfalls eine riesige Höhle aufgetan hätte. Die Feuersäule brannte innerhalb der nächsten 3 Jahre, genau genommen 1074 Tage. Sie war 70 Meter hoch und das täglich verbrannte Gasvolumen lag bei 12 Millionen Kubikmeter. Das ist wahnsinnig viel. Die Jahreszeiten wechselten sich ab, aber den Menschen gelang es nicht, die lodernde Feuersäule zu bezwingen. Letzten Endes wurde im Frühling 1966 vorgeschlagen, die brennende Gasfontäne durch eine unterirdische thermonukleare Sprengung zu löschen. Nach zahlreichen Tests wurde am 30. September 1966 eine Sprengung durchgeführt und erst dann hat man endlich das gewünschte Ergebnis erzielt. Das Gasbohrloch wurde durch Gestein verschüttet und das Feuer ist 22 Sekunden nach der Explosion erloschen. Auf wie viele Milliarden der Schaden sich beläuft, der in diesen Jahren entstanden ist, können wir nur vermuten. Crash in Guam. Am 23. Februar hat auf der US-Luftwaffenbasis Anderson Air Force Base in Guam eine Kette von 4 Tarnkappenbombern B-2 ein Abflugmanöver eingeleitet. Alles verlief planmäßig. Jedes System wurde vorher überprüft und es schien keine Probleme zu geben. Aber die Spirit of Kansas, die zuvor insgesamt 5176 Stunden in der Luft verbrachte, bekam kurz nach dem Abheben eine Schlagseite nach links. Es war völlig unklar, was genau vor sich ging und es gelang nicht, die Maschine wieder horizontal auszurichten. In dem Moment, als der linke Flügel des Flugzeugs den Boden berührt hat, haben die Piloten sich katapultiert und gleich danach ist die Maschine zwischen der Landebahn und dem Rollweg abgestürzt und explodiert. Wie konnte so etwas passieren? Ein Flugunfalluntersuchungsausschuss kam zum Schluss, dass fehlerhafte Sensoren wegen der hohen Luftfeuchtigkeit falsche Werte an den wichtigen Bordcomputer gaben. Wie man sieht, kann also auch eine kleine Menge Flüssigkeit einen Flugabsturz verursachen. Es war übrigens der erste Crash eines Tarnkappenbombers vom Typ B-2, der über 1 Milliarde Dollar gekostet hat. Der Gesamtschaden wurde auf 1,4 Milliarden Dollar geschätzt. Ölunfall von Exxon Valdez. Erdöl ist zwar eine wertvolle, aber brandgefährliche Substanz. Dasselbe gilt für die Schiffe, mit denen sie transportiert werden. Der Öltanker Exxon Valdez konnte 1,48 Millionen Barrel Öl mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h transportieren. Wie es in solchen Situationen oft der Fall ist, geschah der Vorfall durch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das Schiff wechselte den Kurs, um die Kollision mit einem Eisberg zu vermeiden. Der dritte Offizier und der Kapitän waren durch mangelnde Ruhe vor ihrer Wache übermüdet. Im entscheidenden Moment wurde ein Drehmanöver zu langsam durchgeführt und das Schiff Radar war kaputt. Im Endeffekt ist der Öltanker auf dem Blythe Reef auf Grund gelaufen. Infolge des Unfalls sind 260.000 Barrel Öl ins Meer gelaufen, wodurch ein 28.000 Quadratkilometer großer Ölteppich entstand. Mehr als 2.000 Kilometer Küste wurden verseucht. Dieser Unfall galt sehr lang als die verheerendste Katastrophe der Seefahrt. Nach einem langen Gerichtsprozess hat sich ExxonMobil dafür bereit erklärt, eine Entschädigung in Höhe von 507,5 Millionen Dollar plus zusätzliche 480 Dollar als Verzugszinsen zu zahlen. Des Weiteren hat das Unternehmen 2 Milliarden Dollar für die Folgenbeseitigung und 1 Milliarde Dollar für die Beilegung von bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten ausgegeben. Brand auf Piper Alpha.
Die Bohrinsel Piper Alpha wurde im Jahr 1975 gebaut und nachdem sie eine Zeit lang als Ölplattform verwendet wurde, wurde sie auf Gas umgerüstet. Am frühen Morgen des 6. Juli 1988 ist auf der Piper Alpha, die sich in der Nordsee befindet, die größte Katastrophe in der Geschichte dieser Branche passiert. Infolge eines Gaslecks und einer darauf folgenden Explosion brach ein gewaltiges Feuer aus. Obwohl die Öl- und Gasförderung gleich nach der Explosion eingestellt wurde, konnte das Feuer noch lange nicht gelöscht werden. Es lag daran, dass die Rohrleitungen der Bohrinsel an ein gemeinsames Netz angeschlossen waren, durch die Kohlenwasserstoffe von den anderen Plattformen gepumpt wurde. Riesige Mengen von Kohlenwasserstoffen wurden weiterhin durch die Leitung zugeführt und haben dadurch das Feuer gespeist. Die Feuersäule ragte 60 Meter hoch und erhitzte die Metallkonstruktion fast bis zum Schmelzpunkt. Um 10.30 Uhr morgens ist die Bohrinsel nach einer weiteren Explosion ins Meer gestürzt. Die versicherten Schäden beliefen sich auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Aber die wahre Ursache der Explosion konnte nie geklärt werden. Laut der gängigsten Theorie kam es auf der Bohrinsel zu einem Gasleck, weshalb ein einziger Funke gereicht haben soll, um diesen Brand auszulösen. Challenger-Katastrophe. Sicherlich zählen Unglücke, die im Zusammenhang mit der Raumfahrt stehen, zu den schwersten Unfällen überhaupt. Einer davon ereignete sich am 28. Januar 1986, als die Raumfähre Challenger 73 Sekunden nach dem Start aufgrund des Ausfalls eines oder mehrerer Dichtungsringe in einer der seitlichen Feststoffraketen auseinandergebrochen ist. 15 Sekunden. Der Verschleiß der O-Ringe führte zu einer Entflammung des Treibstoffs. Doch die Raumfähre ist nicht explodiert, sondern zerbrach durch die extreme Druck- und Hitzebelastung nach der Zündung. Die Challenger-Trümmer stürzten in den Atlantik. Nach dem Unglück wurde das Shuttle-Programm der NASA für 32 Monate eingestellt und eine Untersuchung hat ergeben, dass die Katastrophe aufgrund einer mangelhaften Unternehmenskultur und eines ineffektiven Entscheidungsverfahrens bei der NASA passiert ist. Die Challenger-Trümmerteile wurden in einem ehemaligen Raketenschaft auf der Halbinsel Cape Canaveral vergraben. Einigen Quellen zufolge hat diese Katastrophe mindestens 5,5 Milliarden US-Dollar gekostet. Havarie der Prestige. Der Enthüllungstanker Prestige wurde zur Belieferung der Werften des Konzerns Hitachi mit Rohöl gebaut. Das Schiff wurde am 1. Dezember 1975 zu Wasser gelassen und trug den Namen NV Gladys. Am 1. März 1976 wurde es in Dienst gestellt. Bekannt wurde der Öltanker vor allem durch ein Unglück, das 2002 passiert ist. Als das Schiff durch den Golf von Biscaya fuhr, geriet es in einen Sturm, in dessen Folgen sich ein 35 Meter großes Leck im Rumpf entstanden ist. Selbstverständlich hat diese Beschädigung zu schweren Folgen geführt. Aus dem Tanker sind rund 1000 Tonnen Erdöl täglich ausgelaufen. Die spanischen Behörden haben der Crew verboten, in den Hafen einzulaufen, die sich dem Unfallort am nächsten befand. Es wurde ein Versuch unternommen, das Schiff in den nächsten portugiesischen Hafen zu schleppen, doch die Portugiesen haben dem havarierten Schiff ebenfalls nicht gestattet, in ihre Gewässer einzulaufen. Am Ende wurde der Tanker ins offene Meer bugsiert. Am 19. November 2002 ist das Schiff in zwei Teile gespalten und 210 Kilometer von der Küste Galiciens entfernt untergegangen. Danach sind über 20 Millionen Gallonen Öl ins Meer ausgelaufen und ein mehrerer tausend Kilometer breiter Ölteppich hat sich vor der Küste erstreckt, wodurch die Meeres- und Küstenfauna sowie die Fischindustrie schwer geschädigt wurden. Infolge dieses Unglücks wurden tausende Kilometer der europäischen Atlantikküste verseucht. Für die Beseitigung der Unglücksfolgen wurden rund 300.000 Freiwillige aus ganz Europa herangezogen. Der Gesamtschaden wurde auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Columbia-Absturz. Nach dem Challenger-Unglück hat die NASA versucht, alle Probleme zu beheben, doch dies hat nicht dafür ausgereicht, eine weitere Katastrophe zu vermeiden. Am 1. Februar 2003 ist die Raumfähre Columbia abgestürzt. Es sei angemerkt, dass es bei ihrem 28. Weltraumeinsatz geschah. Das Space Shuttle der NASA hat im Weltraum 300,74 Tage verbracht und in dieser Zeit die Erde 4808 Mal umrundet. An Bord wurden Experimente unter Einsatz von Röntgen- und UV-Teleskopen, medizinische und Mikrogravitationsstudien durchgeführt, sowie eine geodynamische Raumsonde ins Weltall geschossen. Der letzte Flug der Columbia startete am 16. Januar 2003. Die Raumfähre hätte am 1. Februar zur Erde zurückkehren sollen, aber sie wurde bereits ganz am Anfang der Mission beschädigt. 82 Sekunden nach dem Start wurde ein Schaumstoffteil abgerissen, das gegen die linke Tragfläche gekracht ist. NASA-Experten haben den Vorfall als ungefährlich eingestuft, aber später führte diese Beschädigung zu einer Überhitzung des Tragflächeninneren, weshalb die Raumfähre auseinanderbrach. Augenzeugen haben brennende Columbia-Trümmerteile gefilmt, die aus 63 Kilometer Höhe bei einer Geschwindigkeit von 5,6 Kilometern pro Sekunde herunterkrachten. Es war ein schlimmes Unglück. Einigen Informationen zufolge belief sich der entstandene Schaden auf etwa 13 Milliarden US-Dollar.
Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Wenn man von Katastrophen spricht, ist es selbstverständlich unmöglich, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl in Stillschweigen zu umgehen. Die Havarie gilt sowohl von der Anzahl der Betroffenen her als auch aus wirtschaftlicher Sicht als der schwerste Unfall seiner Art in der Geschichte der Kernenergie. Am Samstag, dem 26. April 1986, kam es im Reaktorblock 4 zu einer Explosion, die diesen komplett zerstört hat. Das Reaktorgebäude ist teilweise eingestürzt und in mehreren Räumlichkeiten sowie auf dem Dach brach ein Feuer aus. Die Trümmer der Kernzone sind geschmolzen. Ein Gemisch aus flüssigem Metall, Sand, Beton und Kernbrennstoff drang in den Tunnel unter dem Reaktorblock ein. Durch die Explosion sind große Mengen an radioaktiver Materie in die Umwelt freigesetzt. Insbesondere die leicht flüchtigen Isotope 131I und 137CS bildeten gefährliche Aerosole, die in einer radioaktiven Wolke in weite Teile Europas getragen wurden. Doch am schlimmsten waren die dem Atomkraftwerk am nächsten gelegenen Gebiete der Sowjetunion betroffen. Über 115.000 Menschen mussten aus einer 30 Kilometer großen Zone evakuiert werden. Zur Folgenbeseitigung hat man über 600.000 Menschen herangezogen. Es wurden zurzeit mehrere Ursachen für diese Nuklearkatastrophe genannt, darunter menschliches Versagen, eine Reaktorfehlfunktion und sogar ein lokales Erdbeben. Wie dem auch sei, das Tschernobyl-Unglück kostete die Menschheit mindestens 200 Milliarden US-Dollar und dessen fürchterliche Folgen sind immer noch zu spüren. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!